erinnere mich nicht mehr. Ich war noch zu klein, ich war gerade einmal drei und der Ältere von uns zweien. 3 Jahre scheint wie ein beträchtlicher Betrag zu dir im Vergleich, denn du wurdest nur einen Monat und einen Tag. Dass es passieren würde, war im Grunde klar. Und von Anfang an absehbar. Trotzdem brach es über uns herein wie eine Lawine. Ich hab dich nie gesehen, Christine. Als Mama an dem Tag nach Hause kam, nahm sie mich wortlos in den Arm und ich saß stundenlang auf ihrem Schoß. Sie hielt mich fest und sie ließ mich seitdem nicht mehr los. Man macht trotz aller Melancholie so gut es geht im Leben eben irgendwie. Zum bösen Spiel, gute Miene, funktioniert wie eine Maschine, sucht Halt in Gestalt von alltäglicher Routine. Wahrt die äußere Fassade, doch ist innerlich Ruine. Du fehlst uns, Christine. Frag ich mich, was wäre, wenn, wie es wohl wär, dich hier zu haben, wie es wohl wär, dich zu kennen, was glaubst du, wie sehr wären wir einander gleich, wo wärst du jetzt, wie wärst du heute? Vielleicht hättest du die Durchsetzungsfähigkeit von unserem Vater oder machtest ab und zu genau wie ich Theater. Höchstwahrscheinlich wärst du eine ziemlich flotte Biene wie unsere Mutter früher, Christine. Werde ich manchmal gefragt. Nein, ich sei Einzelkind, habe ich früher immer gesagt. Dabei war das ja, aber eigentlich gar nicht wahr. Ich habe eine Schwester,
die ist zwar nicht mehr hier, aber sie ist da.